So, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Zelda Breath of the Wild im Master-Modus. Wir haben uns das Stasis-Modul letzte Runde geholt. Auch hier gleich den schönen Stein weggeschlagen. Und jetzt bleibt uns noch einer, bis wir uns das schöne Flugtuch da von dem alten Knacker besorgen dürfen. Und jetzt wird's aber kalt da oben. Ach, stimmt ja. Da war doch was. Die Waffen sind nur so scheiße schwach, Mann. Ja. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Ich habe noch keine wirklichen... Wärmt mich die Chili kurz? Als Kochzutat wärmt sie. Ich habe ja gar kein Kochding. Da muss ich mich wohl kurz wohin teleportieren. Aber da war keine Kochstelle. Hier unten bei dem alten war eine, aber da komme ich ja gar nicht hin. Mache ich das jetzt am geschicktesten? Ja, komm. Gehen wir mal kurz hier raus. Hier ist aber dreckig. Räumt mal auf. So. Ja, diese Krypta, wo wir hier... So, Mann. Wo wir 100 Jahre geschlafen haben. Shrooms, give me shrooms. Alter, ich will dann gar nicht wissen, was da unten in dem Wald ist, wenn da schon hier vor der Zitadelle der Zeit, beziehungsweise dahinter, von uns aus gesehen, schon ein scheiß Lionel rumläuft. Oh, 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 noch. Wie kann man diese scheiß Käfer eigentlich einsammeln? Ich habe noch keine Schmetterlinge oder Käfer selber eingesammelt. Nur die ganzen Lizards und der Kram, der halt irgendwo rumfleucht. Das geht dann. So, am Chillen. So, hier waren wir nämlich noch nicht. Und ganz in der Nähe gibt es eine Kochstelle. Und jetzt da ist so ein Lizard. Aber bis ich jetzt da bin, ist er doch schon weg. Nein, geil. Spurtechse. Drei Stück und die schlafen. Oh, oh je. Alter. Auch hier. Habe ich denn überhaupt normale Pfeile? Nee. Oh. Hat sich jetzt nicht gerade ehrlich selber angezündet. Alter Schwede.
Okay. Ah, guck mal. Grillgeflügel und Chilis. Und ein schönes Fleisch. Das nehmen wir uns natürlich. Ein Grillwild. Und mal Pilze. So. Weil, wie wir sehen, da oben ist Schnee. Und schaut mal, wo wir hin müssen. Den Hylia-Berg. Hatte ich nicht noch eine Fackel? So. Nee. Nehmen wir zwei Chilis. Also ich habe noch so kein Fleisch. So, was kommt da raus? Nice. Wenn nämlich schon so die Melodie anfängt, dann wissen wir, da ist was Gescheites rausgekocht worden. Machen wir doch gleich nochmal sowas. Ups, scheiße. Machen wir das nochmal. So, hm? Ist jetzt nur einmal, obwohl ich das gleiche gekocht habe. Passiert halt. In die Hand. Na komm, machen wir es mal mit denen hier. Leider, jetzt habe ich die Chilis verhauen. Alter. So, dann hier noch ein kleines. Ich glaube, das auch noch den Wärmeeffekt mit sich bringt. Nice. So, habe ich noch irgendwas zum Verkochen? Ah, komm. Bisschen Äpfel in den Topf rein. Passt doch, genau drei Herzen. Machen wir das noch einmal so. Einfach nur was, um uns zu heilen. Hab ich nur was? Na, das andere Zeug. Ne. So, jetzt, und ich glaube, hier geht es nämlich auch dann gleich rein. Ah, da wären auch nochmal Chilis gewesen. Da oben sind. Wollen die mich verarschen? Schon. Kälteschutz. Okay, das wird noch angezeigt. Schießen die jetzt da oben noch oder sowas? Nee. Och, willst du mich verarschen? Und dann? Ach, Manno. Holz. Ah, hier könnte ich auch noch mal kochen.
machen wir die Kiste noch kaputt. Um was zu essen? Ne, meine Taschen sind voll. Warum ist das Floß überhaupt da drüben? Was soll denn das? Oh. Na. Komm, dann kann ich doch dann irgendwas wegschmeißen. Zum Beispiel einen Ast. Achso, nee, ich glaube, das Floß ist immer da drüben. Och nee. Doch genau in die richtige Richtung geschaut. Die fliegen jetzt immer noch da oben. Oh, da ist eine Kiste. Was hast du denn für mich? Bernstein, nice. So. Oh, hier kommt halt ein Wasser. Cool. Oh, da sind der Gegner drauf und. Nee, nee. Nee, nee. Noch nicht. Noch nicht, Leute. So, so sollen wir nämlich mal darüber zu kommen. Da drüben ist ein Wasserfall. Oje, 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 oje. Komm schon, komm schon. Komm rüber. Ist nice, nice. Wäre das auch schon mal geschafft. Mann, 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 Mann. Oh. Was soll denn das jetzt? Oh. Schnell noch was essen gegen die Kälte. So. Was ist los, Treppen? Weiter. Oh je, oh je, oh je. Mhm. Weißes Schleimchen. Das sind das einfach die Blobs. Mich nicht alles täuscht? Genau. Ich hätte jetzt auch wahrscheinlich einen ganz anderen Weg gehen können. Ich habe für diesen entschieden. Drüben sind auch nochmal diese Plattformen. Die sind ja jetzt überall. Sind die nur im Master-Modus oder sind die jetzt auch im normalen Modus überall? Die gab es davor nicht. Aber absolut gar nicht, ne? Hm? Das kann ich. Ist der da oben drauf? Nee. Hier ist der drauf. Bestimmt auch irgendwelche Gegner da oben. Ja, ja. Nee, nee. Mach den Solid Snake Style. Oh! Idiot! Wenn man so greedy ist, dass man einfach irgendwo runterspringt. Auch nicht schlecht. Ist da unten irgendwas?
Kann ich da? Nee. Na, übers Mikrofon. Special Skill. Ist okay. Dumi, ist okay. Für den nächsten Schrein. Säulen aus Eis. Was wird wohl unser nächstes Modul werden? Lässt Eissäulen auf Wasser entstehen. Achso. War klar. Ich stelle mich echt so an, als hätte ich das Spiel noch nie gespielt. So, und als wäre es dann das Denkbar. Kann man auch solche Geschichten damit machen. Oh, stimmt ja. Oh. Okay, dann machen wir das anders. So, okay. Dann habe ich dann noch eine Chance. Gleich einen ganzen Bombenfall reinhauen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eine Kiste oder sowas? Tatsache, da. Doch nicht so selber hochdrücken können, oder? Nice. Reiselanze. Das hat keinen Platz, also was schmeißt du weg? Oder das führt es auch gleich durch. Na, vielleicht bräuchte ich das nachher für das Floß noch. Da kommen die Standardlanze. Bam! Einmal. Zweimal. Doch einfach als Rampe nutzen können, klar. Wäre langweilig gewesen. Und der nächste Member des Wu-Tang Shika Clan. Du hast meine Prüfung gemeistert und ich habe dich weggeskippt. Und 4 Stück. Hiermit ist dein Dienst erfüllt. Mhm. Wenn deine Gegner die Überzahl sind, wenn ich die wenigstens nochmal contesten könnte gerade. Ich gucke mich doch nur schief an und schon fliege ich um.
Oh? Ach! Hey, Dude! Nice beard! Nun hast du allen Schreien auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Hohoho. Es ist soweit. Link, es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. What the fuck? Woher kennt er meinen Namen? Sieh auf deine Karte und denke dir gekreuzte Linien zwischen vier Schreinen. Dort, wo sich die diese Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Könnte das sein? What the fuck? So, jetzt haben wir die vier Schreine. Und da, wo sich die Linien kreuzen, hat sie mir eine Linie hier rüber. Von dem zu dem Schrein. Dem zu dem. Und wie als wäre es perfekt, da wo ich schon verreckt bin, da kreuzt sich das. Also zu die Zitadelle der Zeit. Dann guck da mal gleich hin. Aber hier ist noch eine schöne Kiste, die möchte ich mir nicht entgehen lassen. Drei Stück an der Zahl. Okay. Ich gedacht, man könnte noch zwei bauen. Okay, drei kann man bauen. Nice. Die Verheerung Ganon! So. Gleich kümmere ich mich dann noch ums Lager. Aber für diese Folge sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Abo wäre auch nicht schlecht. Also, bis denn. Ciao, ciao.